Insights. Insight. Aha-Momente für mehr Leichtigkeit im Leben, Business und Beruf. Von und mit Silvia Kietil und Shelia Stevens. In diesem Podcast stehen persönliche Erkenntnisse im Vordergrund unter dem Motto There's nothing to do, there's something to see. Du entdeckst die drei Prinzipien hinter dem Leben und lernst, wie mehr Gelassenheit, innere Ruhe und entspannter Erfolg auch für dich möglich sind. Genieße die folgenden Minuten. Ein herzliches Hallo zur neuen Episode vom Podcast Insights Insight. Wir haben ja in der letzten Folge schon über das Hauptthema dieser Erkenntniswelle gesprochen, nämlich über entspannter Sein bringt ein machtvolleres Dasein. Es ist natürlich, die Entspanntheit ist das eine. Jetzt sagt man, ja, ich kann entspannter sein. Okay, das schaffe ich dann vielleicht auch noch. Aber ich möchte ja etwas in der Welt bewegen. Ich möchte mein Business größer, erfolgreicher machen. Ich möchte im Job leistungsfähiger sein. Ich möchte bessere Beziehungen haben und so weiter. Schaffe ich denn das, wenn ich entspannter bin? Und das Thema dieser heutigen Folge ist, wie setzt du in dir mehr Kapazitäten frei? Das heißt, wie kannst du leistungsfähiger werden, wie oder auch aufnahmefähiger? Wie kannst du deine innere Kapazität erhöhen? Sehr viel unserer Kapazität, wenn du mal wirklich den Fokus darauf legst, dann wirst du feststellen, dass das in unser Denken fließt. Also die ganze Zeit denken wir über irgendetwas nach. Entweder denken wir über uns nach, wie ob wir gut sind, was sich die anderen über uns denken werden, was du noch besser machen könntest. Also so diese Innenschau. Sehr viel unseres Denken geht in die Zukunft. Was kann ich in der Zukunft alles machen? Was muss ich besser machen? Was muss ich heute noch alles tun? Was muss ich morgen tun? Was muss ich in 2 Jahren machen? Oder aber auch in die Vergangenheit. Das heißt, wenn damals irgendwas anderes gewesen wäre, dann, also sehr, sehr viel unserer Kapazitäten, die wir zur Verfügung haben, geht ins Denken. Und diversen Studien zufolge sind über 90% unserer täglichen Gedanken sich immer wiederholende Floskeln. Also wir denken immer irgendwie dasselbe. Es ist wie ein Aufnahmegerät, das immer wieder neu startet und immer wieder das Gleiche abspult. Das wäre jetzt grundsätzlich kein Problem, weil wir Menschen sind so gebaut, durch uns fließt Gedankenenergie. Okay, also das wäre jetzt nicht das Problem. Anstrengend und sehr viel Aufmerksamkeit erfordert es aber, wenn wir uns mit den Inhalten sehr viel auseinandersetzen. Das heißt, wenn wir mehr das Augenmerk darauf haben, was wir denken, das ist ein Inhalt, anstatt nur wahrzunehmen, dass wir denken. Inhalt, alles Mögliche. Mache ich das gut? Verdiene ich genug Geld? Was werden die anderen über mich denken? Habe ich recht oder hat der andere recht? Wie kann ich machtvoller sein, erfolgreicher sein? Wie kann ich meine Wahrheiten durchbringen? Und ganz viel äußere Konflikte entstehen genau dadurch, dass wir uns so sehr mit unseren Inhalten beschäftigen, aber vor allem unsere eigenen Konflikte, unsere inneren Konflikte entstehen, wenn wir uns so sehr auf den Inhalt konzentrieren. Das Problem bei diesem Ganzen ist, dass dieses Denken über Inhalte so viel Energie raubt, weil wir nicht wirklich umsetzen, weil wir nichts tun, weil wir nur und Anführungszeichen denken. Und das frisst so viel Kraft und das frisst so viel Zeit und Energie, dass ganz viel Kapazität geht verloren, weil wir uns ständig mit den Inhalten unserer Gedanken befassen. Ja, Shelia, wir hatten gerade, ich will es ganz kurz nur ansprechen, und wir hatten gerade auch ein Vorgespräch und da haben wir auch so über was sprechen wir in diesen Episoden und was ist Inhalte. Und dann kam so ein Diskussionspunkt, weil die Shelia was anderes gesehen hat als ich. Und wir haben da so
diskutiert. Also es war definitiv kein Streit, aber es war diskutiert und jeder hatte so seine Wahrnehmung. Und dann haben wir gesagt, okay, wir beenden das jetzt einmal hier, machen eine kurze Pause und schauen einfach, was neu kommt. Und ich glaube, wir hatten beide dann diesen Schmunzelmoment, wo wir gesagt haben, ja, wir haben uns mit unseren Inhalten beschäftigt, anstatt zu sehen, ja, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit und das ist okay so. Keine ist besser als die andere. Jeder hat seine Erfahrungen, seine Erlebnisse, seine Gedanken und Gefühle, die sind ganz individuell. Aber grundsätzlich führt das alles zurück, dass wir nur einfach denken. Mhm. Und die Inhalte sind zweitrangig, weil da werden wir vielleicht auf einen Konsens kommen, aber vielleicht auch nicht. Mhm. Ja, Sheila, wie siehst du das? Wie setzt du mehr Kapazitäten frei, indem du weniger denkst oder dich nicht so sehr auf den Inhalt fokussierst? Ja, danke für die Einleitung, Silvia. Also für mich war dieses Erkenntnis, dass die Inhalte meiner Gedanken nicht wichtig sind, eine der bahnbrechendsten Neuheiten für mich, die es überhaupt gab, als ich das erste Mal gesehen habe. Insofern ist es für mich nichts Banales, sondern echt etwas Profundes, weil ich natürlich als sehr gut ausgebildeter Coach irgendwie auf dem klassischen Weg gelernt habe, Gedanken sind wichtig. Der Inhalt von den Gedanken, die wir haben, ist wichtig. Und bei jedem Klienten gilt es, hinzuhören und sich mit den Inhalten der Gedanken meiner Kunden auseinanderzusetzen. Und das hat grundsätzlich die Art und Weise, wie ich mit meinen Kunden gearbeitet, geändert. Aber ich möchte, bevor wir in die Richtung gehen, einfach sagen, was das für mich persönlich bedeutet hat. Weil während der Zeit, wo ich noch dachte, die Inhalte meiner Gedanken sind wichtig, ich müsste, wenn ich mich unsicher fühle oder nicht selbstbewusst, beispielsweise in meinem Business oder in meinem Auftreten am Markt, dass ich mich damit beschäftigen muss. Woher kommt das? Warum ist das so? Wie kann ich besser oder anders denken darüber? Oder sogar überstreckendes Gefühl, okay, wenn meine Gedanken mir sagt, ich bin, der Inhalt ist, ich bin als Unternehmerin nicht geeignet, ich bin zu sensibel, das Business ist zu schwer, das muss ich ernst nehmen, das muss so sein. Ich war komplett in meine innere Kapazität eingeengt. Und zwar, als ich erkannt habe, der Inhalt ist nicht wichtig, ist Folgendes wie passiert. Ich habe das Gefühl, als hätte mir jemand eine Vollzeitjob mir weggenommen. Als wäre mein Business ein Vollzeitjob und nebenbei habe ich noch einen Vollzeitjob, nämlich mich mit den Inhalten meiner Gedanken zu beschäftigen. Und als ich das nicht mehr musste, fiel dieser zusätzliche Vollzeitjob weg. Und ich hatte wie das Gefühl, ganz viel Space zu bekommen, ganz viel befreite Energie, ganz viel Aufmerksamkeit für die Sachen in meinem Business, die tatsächlich anstehen, anstatt mit den fiktiven Inhalten meiner Gedanken ständig beschäftigt zu sein. Mein Lieblingsmetapher dafür ist der Superman und Clark Kent. Ich weiß nicht, ob das deutsche Publikum das so gut kennt, aber Clark Kent und Superman sind die gleiche Person und die geheime Identität von Superman ist Clark Kent und der ist Journalist und er arbeitet in einer Zeitung in der Metropolis und er geht herum und berichtet über Vorfälle in der Stadt und hat sein ganzes Leben und dann Superman geht aus und rettet die Welt und irgendwie diese eine Person leistet zwei komplett unterschiedliche Rollen, also Leben retten, brennende LKWs wieder löschen und der andere berichtet darüber. Und es ist wie eine, als würde eine komplette Identität von mir wegfallen. Ja, Silvia, das ist so meine persönliche Erfahrung, vielleicht später noch zu der Zusammenarbeit mit den Kunden. Was ich gesehen habe, also wie ich das hat, bei mir hat es sehr lange gedauert, bis ich wirklich es erkannt habe, dass es nur der Inhalt ist und dass der Inhalt unwichtig ist. Denn als ich das erste Mal damit irgendwie in Berührung gekommen bin,
hatte ich eher das Gefühl, als wenn man mir den Boden unter den Füßen wegzieht. Nämlich warum? Weil plötzlich das alles, mit dem ich mich in den letzten Jahren beschäftigt habe und das wahnsinnig viel Energie und Zeit und Kraft aufgebraucht hat und irgendwie fast mein Lebensinhalt geworden ist, nämlich mich damit zu beschäftigen, was ich denke. Und ich bin ein sehr starker Verstandsmensch. Das heißt, ich habe das natürlich dann auch analysiert und ich wollte da irgendwelche Lösungen finden. Und als ich dann herausgefunden habe, dass das nur Inhalt ist und dass Inhalt, es ist einfach nichts Stabiles, weil der Inhalt, den wir denken oder die Wertigkeit des Inhalts, den wir denken, der variiert von Tag zu Tag. Also wenn ich mich gut fühle, dann ist das, was ich denke, sehr positiv. Fühle ich mich schlecht, dann ist das, was ich denke, sehr negativ. Und alles, was ich tue, ist negativ. Und dann kommt wieder ein anderer Inhalt, der sagt, ja, aber du kannst das trotzdem gut und du machst das gut und lass dich nicht unterkriegen. Dann sagt das andere wieder, ja, aber du musst dich doch mehr anstrengen. Eigentlich ist das nicht gut genug. Und mit dem habe ich mich die ganze Zeit beschäftigt. Und jetzt im Nachhinein gesehen ist das ja, es ist eigentlich wirklich absurd, aber es war fast wirklich, es war mein Lebensinhalt. Und ja, als ich das erkannt habe, dass das nur Inhalt ist, dann ist es jetzt nicht mehr so, dass ich dem Inhalt meines Denkens keinen Wert mehr beimesse, überhaupt nicht. Also ich kann mich noch immer ärgern und ich kann noch immer mit jemandem diskutieren und ich habe wahnsinnig gern noch immer Recht. Das kann mein Mann sehr gut bestätigen, dass wir da gute Diskussionen haben. Aber ich nehme es einfach nicht mehr so ernst, weil ich einfach weiß, ja, das sind die Inhalte und Denken ist ein Grundprinzip von uns Menschen. Wir denken, wir alle, also das eint uns alle Menschen. Ja. Es ist nicht das, was wir denken, sondern dass wir überhaupt denken, das macht uns zu Menschen. Und die Inhalte, das ist so, keine Ahnung, wie die Wolken, die vorbeiziehen. Ja? Mal schaut die so aus und mal schaut die so aus und so ist unser Denken. Das ist einfach nichts Stabiles. Und wenn wir uns aber an diesen Inhalten so festhalten und glauben, dass das unser Sein ausmacht, also das, was ich denke, das bin ich. Descartes hatte das so schön ausgebracht und es war wohl der größte Irrtum überhaupt. Aber wir haben uns da so festgehalten dran, dass wir uns so sehr mit unserem Denken identifizieren und so sehr es unseren Gedanken auch recht machen wollen. Ich meine, das ist ja auch schon ein bisschen absurd, dass wir etwas tun, damit wir gut über uns denken, damit wir das, was wir tun, gut bewerten. Und es ist einerseits ist es nicht möglich, weil wir werden immer schlechte Momente haben, wo wir dann einfach über uns herziehen und mit uns ganz übel ins Gericht ziehen und uns Vorwürfe machen, aber es ist eben nur Inhalt. Und wenn wir den vorbeiziehen lassen können und das genau als das erkennen, ja, das macht wirklich Kapazitäten frei. Also so wie du sagst, der Halbtagsjob ist vorüber. Bei mir ist es die Hauptbeschäftigung gewesen. Und dann ist einfach so viel Zeit und Kraft und Energie da. Ja. Das ist wirklich toll. Ja. Das Bild, das mir gerade in den Sinn kommt, um das vielleicht noch ein bisschen konkreter zu machen, ist a jar of jelly beans. So ein Glas voller, wie heißen denn jelly beans auf Deutsch? Ja, ich überlege jetzt gerade. Sagt ja auch jelly beans dazu, oder? Nein, wir sagen sicher nicht jelly beans dazu, aber es fällt mir vielleicht noch ein. Sprich du mal weiter, sobald ich es weiß, dann werde ich es einwerfen. Sehr gut. Also, a jar of jelly beans, ein Glas voll Süßigkeiten. Und also das sind so kleine Süßigkeiten. So Gelee-Bonbons, glaube ich, sind das, oder? Das sind so kleine Bonbons. In allen Geschmacksrichtungen. Ja, Jelly Beans kommen in Blaubeergeschmack, die kommen in Popcorn-Geschmack, in Karamellgeschmack. Okay. Jelly Beans als Marke ist dafür bekannt, dass sie ganz außergewöhnliche Geschmacksrichtungen haben, wie Bubblegum, also Kaugummi. Und ja, ich glaube, es sind so Gelee-Bonbons. Ja, und stell dir vor, also du hast ein Glas und zum Beispiel bei meinen Kunden, also ich bin Business- und Marketing-Coach hauptsächlich für Experten und Solopreneuren und das mache ich seit 11 Jahren. Und jeder Kunde, Kundin kommt
und bringt eine Jar of Jelly Beans mit. Mhm. Und jede Jar of Jelly Beans sieht anders aus. Bei dem einen sind überwiegend blaue drin, bei dem anderen überwiegend gelbe. Jeder hat so eine leicht andere Ausprägung. Und wie das in Worte rübergekommen sind Sachen zum Beispiel wie Shelia, ich weiß, dass ich sichtbarer werden muss für meine Kunden. Wenn ich nicht sichtbarer werde, finden sie mich ja nicht. Aber ich kann mich ja nicht sichtbar machen, weil ich habe Angst, dass was ich zu sagen habe, nicht relevant ist, dass es möglicherweise eine Person schon gibt, die das Gleiche schon sagt oder alle sagen schon das, was ich sagen will. Das wäre eine Geschmacksrichtung von Gedanken in the Jelly Bean Jar. Und ein anderer Kunde kommt zu mir und sagt, Schau dir, ich habe eine tolle Idee für ein VIP-Premium-Jahresprogramm, aber ich habe nicht das Selbstwertgefühl, um ein solches hochwertiges Programm auf den Markt zu bringen. Immer schon seitdem ich ein Kind bin, fühle ich mich weniger als die anderen. Und auch wenn ich hier und dort kompetent wirke im Innen, weiß ich, ich bin nicht so viel wert wie die anderen und so weiter. Das wäre eine andere Geschmacksrichtung in the Jelly Bean Jar. Und früher hätte ich gedacht, oh Gott, die Kunde hat ein Sichtbarkeitsproblem, der Kunde hat ein Selbstwertproblem. Ich hätte diese als differenziert gedacht, ja? So, okay, da müssen wir irgendwie da was anderes machen als hier und anders analysieren. Später, als ich für mich selber gesehen habe, dass die Jelly Beans in the Jar macht keinen Unterschied. Das, was einen Unterschied macht, ist, wie viele Jelly Beans habe ich in the Jar? Habe ich ein Glas, was so voll nach oben ist, dass keine frische Gedanken mehr reinpassen, weil da überhaupt kein Platz mehr drin ist? Ist das Glas so eng mit Jelly Beans, dass der Kunde einfach angespannt ist und sich kreist um die Jelly Beans herum und deswegen seine ganze Aufmerksamkeit und Kapazität auf diese Jelly Beans hat und deswegen geht etwas, das Business nicht weiter? Und ich habe irgendwie allmählich gesehen, es geht gar nicht darum zu sagen, welchen Geschmack hast du in the Jelly Bean Jar, sondern hey, ist dir aufgefallen, dein Jelly Bean Jar ist echt voll mit Gedanken gerade. Hier kommt nichts Neues durch. Mhm. Sylvie, was hörst du darin? Ja, ich finde das Bild sehr faszinierend. Und als wir die Ausbildung in Los Angeles gemacht haben, da hat unser Mentor Michael Neal hat immer gesagt, also eigentlich sein Coaching ist ganz, ganz einfach, weil das ist wie ein Haus und das sind ganz viele Türen und hinter jeder Tür steht ein Kunde, aber die Zimmer dahinter schauen alle gleich aus. Die Türen draußen schauen vielleicht unterschiedlich aus, aber dahinter die Zimmer, die schauen alle gleich aus. Und insofern, er muss immer nur eine Tür öffnen und dann in dieses Zimmer hineingehen. Und das ist einfach so. Ja, es geht nicht um die Jelly Beans und es geht auch nicht, wie das Glas ausschaut, wo die Jelly Beans drinnen sind. Und es geht auch nicht darum, welche Farbe sie haben. Wir alle haben ein Glas voll mit diesen Jelly Beans. Wir haben Gedanken. Und zu sehen einfach, dass der Inhalt, wenn ich sage das so gern, egal ist, aber dann... Es ist egal. Es ist egal. Das kannst du schon ruhig sagen. Also, ja, wir können das egal sein, was ich denke. Aber ja, je mehr wir sehen, dass es einfach egal ist, was wir denken und dass es sind nur Gedanken. Es ist Gedankenenergie, die durch ihn durchfließt. Und ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal das schon gesagt habe, aber wir haben ja so circa 60.000 Gedanken, die durch uns durchfließen tagtäglich, also eine Unmenge. Und beschäftigen tun wir uns die ganze Zeit mit den 10 wichtigsten. Nämlich, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, ich muss das besser machen, was werden die anderen über mich denken und halt die paar noch mehr. Und mit denen, um die kreist unsere gesamte Aufmerksamkeit die ganze Zeit hin und anstatt einfach zu sagen, hey, ja, kenne ich schon, kannst schon wieder weiterziehen, alles gut. Ja. Dann leert sich auch dieses Jellybean-Glas und unsere Gedanken machen das, was sie tun. Sie ziehen auch wieder vorbei. Also sie bleiben,
sie bleiben nicht an uns kleben, solange wir sie nicht festhalten. Mhm. Und, ja, willst du noch was sagen, Shelia? Ich möchte nur einen kleinen Schwenker zurückmachen zu unserer Intro-Episode für diese Erkenntniswelle. Und zwar, warum ist diese Kapazitätsidee so wichtig? Also wenn unser Jellybean-Jar vielleicht ein bisschen leerer ist oder meinetwegen, wenn der Jar sogar voll ist, aber unsere ganze Aufmerksamkeit ist nicht auf der Jellybean-Jar gerichtet, dann sind wir automatisch weniger angespannt und herumkreisend und unsere vermeintlichen Probleme. Und wir entspannen uns. Und sobald wir uns entspannen, wir haben schon gesehen, entspannt sein ist machtvoll. Und dann beginnen wir wirklich andere Dinge zu sehen und wahrzunehmen und beginnen anders zu agieren. Und es kann schon sein, dass wir dann sichtbarer werden in unserem Marktplatz oder zurückfinden zu unserer ursprünglichen inneren Selbstsicherheit, ganz von alleine. Aber nur deswegen, weil die Entspannung zuerst da war. Das wollte ich noch hinzufügen, ein bisschen Connecting the Dots machen. Ja, sehr gut. Danke vielmals. Und unser Podcast hat ja den Untertitel Es gibt nichts zu tun, es gibt etwas zu sehen. Und das möchte ich wirklich jetzt auch mitgeben. Es geht nicht darum, den Inhalt zu verändern. Es geht nicht darum, ständig auf den Inhalt jetzt zu schauen und ich darf nicht auf den Inhalt schauen und ich darf nichts mehr denken. Nein, es geht darum, einfach nur zu erkennen, dass wir uns die meiste Zeit mit dem Inhalt beschäftigen. Und wenn das nachlässt, dann setzen wir Kapazitäten frei. Dann haben wir plötzlich diesen 360-Grad- Rundumblick, den wir in der ersten Episode, den die Shelia in der ersten Episode angesprochen hat. Wir werden offener, wir werden freier, weil wir nicht mehr so fokussiert und mit der gesamten Aufmerksamkeit und Konzentration auf den Inhalt ist und den verändern wollen. Also es gibt nichts zu tun. Lass den Inhalt vorbeiziehen oder erkenne, dass du dich am Inhalt festhältst und schau einfach, was da an dir, in dir vorbei ziehen möchte auch wieder und wie sich dein Jellybean-Glas auch wieder leert. Ja, damit würde ich die Episode für heute abschließen. Wir wünschen dir einen wunderschönen Tag, ganz viel freie Kapazitäten, ganz viel Rundumblick und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.